Tag 31. Nochmalig. Ich fühle mich unwohl dabei, vom Krankenhaus zu stehlen. Was wird aus dem Patienten? Wir haben nichts Schlimmes gestohlen, glaube ich. What? Was? 8? Sollen das 8 sein? Ja, Miffy und Zenove sind stark verletzt. Das ist wunderbar. Sag mal, 8? Haben wir überhaupt noch Munition? Okay. Was wollte ich jetzt gerade sagen? Okay, das können wir wirklich schon wieder abernten. Das finde ich gut. Okay, warte mal, Leute. Wir müssen erstmal... Action, Action, Action. Ich muss es mal leiser machen. Und zwar, was wollte ich gerade sagen? Ja, ich habe erst vor ein paar Tagen aufgenommen gehabt. Und irgendwie habe ich jetzt aber jetzt gerade durch den Schnee und durch die ganze Action, jetzt habe ich schon wieder so viel Bock bekommen. Ich will das jetzt hier weiterspielen. Ich würde auch mal vermuten, es geht wahrscheinlich auch nicht mehr so lange. Okay, wir haben noch 4 Kugeln. Zumindest etwas. Naja, wir haben halt auch 2, 3 Waffen. Ist logisch, dass wir eigentlich viel schießen mittlerweile. Wir könnten hier nochmal ein bisschen tabakmäßig... Ach so, genau, was ich euch sagen wollte. Wer steht denn da unten gerade? Zenovia. Geh mal da dran. Oh Gott. Was ist denn los mit dir? Hier, Leute. Ich habe nämlich dann mal in der Community Hub-Dingsbums geschaut. Da, destilliert Schnapp zu einem reinen, hochwertigen Alkohol. Bestandteil von Medikamenten und Bandagen. Er gilt als noch besserer Tauschgegenstand. Ja, das brauchen wir also um 10 davon, okay. Das brauchen wir um dann, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Holz haben wir genug jetzt erstmal. Theoretisch können wir ja das schon mal herstellen. Wir brauchen noch viele Teile dafür. Wir haben eigentlich nicht mehr so viele Teile. Wir sollten vielleicht keine Zigaretten machen. Mechanische Teile. Warte mal, kann mal... Was ist denn mit Miffy? Kannst du mal bitte... Du bist gerade sehr hungrig und... Warum ist das eigentlich jetzt gerade so eine... Warum kann ich das so schwer lesen gerade alles? Ist irgendwie... Ist das die richtige Auflösung? So verschwommen alles. Bin gerade verwundert. Gibt es noch irgendwelche Tiere in der Stadt? Ich bin so hungrig, ich würde sogar eine Ratte oder eine Taube essen. Ich will nicht sagen, Miffy, aber wir essen die ganze Zeit schon Ratten. Takaria muss wirklich sehr verzweifelt gewesen sein, um ein Krankenhaus auszuhaben. Nahrung ist im Moment das Wichtigste. Wir müssen durchhalten. Wir sollten, glaube ich, auch echt alle essen, so wie es aussieht. Ich weiß, dass es wir schwer haben, aber muss das wirklich das Krankenhaus sein? Jetzt regt euch nicht so auf. Das letzte Mal hat es euch überhaupt nicht aufgeregt. Ich meine, wir haben auch was gespendet, oder nicht? Ich wünschte, ich könnte meinen Freunden helfen. Sie sehen so hungrig aus. Diese Leute sind bereits krank. Was soll es ihnen werden, nun da ich die Krankenhausvorräte gestohlen habe? So, kannst du dich erstmal... Du bist leicht verletzt. Kannst du dich erstmal hinhauen? Takaria hat Medikamente und Bandagen mitgenommen. Das war wirklich... Was war es? Primitiv? So, kannst du... Ja! Sie macht es echt für... Hier sind es auch nur 6. Und nur 6 Holz. Wir dürfen echt nur noch Miffy alles machen lassen. Hier, schaut, es waren, glaube ich, 4 Teile, oder? Oder 5 sogar? Und hier sind nur 12. Werden verlangt. Es waren 20 bei Zenovia. Das ist ein krass großer Unterschied. Gut, dass ich mal drauf geachtet habe. Endlich mal. Weil es steht ja nur, sie kennt sich mehr mit Elektronik aus. Ja, das ist die Frage, ne? Aber hier, weil das sind ja auch viele Teile. Aber vielleicht überall, wo was Elektronisches dabei ist. Ja, dann mach doch das mal. So. Wer ist da unten? Wer läuft da lang? Da läuft sich jetzt Takaria, legt sich... Legt euch jetzt zu zweit ins Bett, oder wie sieht das aus? Na, wenn das geht, dann ist ja schön. Zenovia liegt auch da unten. Sehr hungrig. Dann ess doch jetzt mal was. Takaria, ich habe gesagt, du sollst dich hinlegen. Okay, der Händler ist da. Oh, Miffy sitzt auf dem Boden.
Ich kann gerade echt so hier, so jetzt. Ich muss einfach nur mal ranzoomen. Schwer verletzt, sehr hungrig, deprimiert. Das ist gleich durchgelaufen. Der leicht krank Verletzte holt sich. Aber mal, der ist aber wach, wach. Also, der ist nicht müde. Und warte mal, kannst du mal hier ganz kurz erstmal... Halt! Da, mein Magen knurrt. Ja, aber erstmal mach da. Es ist arschkalt. Kein Wunder, dass wir kalt... Dass wir Dings sind. Krank. So, Zenovia. Hungrig. Ach, warte mal. Halt, Vorsicht. Oh Gott, Gott, so viel Stress. Tag 31. Zenovia hat gerade gegessen und Miffy. Weil dann könnten wir ja theoretisch auch noch was kochen. Wir haben auch, was haben wir an Wasser noch? 7. Okay. Schwer verletzt. Wir haben auch keine Bandagen mehr, wenn ich das richtig sehe. Und irgendwer sollte mal mit Miffy reden. Die ist auch nicht müde. Dann... Oh, das können wir auch abernten. Die war deprimiert, glaube ich, auch, ne? Wir haben 9 Fleischdinge. Wahnsinn. So. Rede mal mit ihr. Was sagst du zu ihr? Miffy, du darfst nicht aufgeben. Vielleicht sollten wir eigentlich lieber unsere Psychologin reden lassen, ne? Wäre vielleicht sinniger. Aber die liegt gerade im Bett und muss sich ausholen. Es ist schwer. Wir sitzen aber im gleichen Boot. Ich weiß, aber all das, das ist zu viel für mich. Ja, wir haben sie auch ständig rausgeschickt, ne? Ja, es sieht düster aus. Doch, ich bin für dich da, falls du mich brauchst. Oh, es ist süß. Danke, du bist ein guter Freund. Deprimiert, schwer verletzt. Fuck. Wir sollten auch mal mit dem Händler hier dingsen, weil... Ist da irgendein Anzeigebalken oder... Die werden von alleine wieder aufhören, ne? Schwer verletzt. Ja, die muss auf jeden Fall liegen. Okay, sie ist nicht mehr. Sie ist nicht mehr dingsig. Nicht mehr müde. Entschuldigung. Die sollen da mal weiter reden. Das ist schon okay. Wir müssen jetzt unbedingt mal zum Händler. Es ist schon wieder voll spät. Da, die sind fertig. Dann Miffy, hungrig. Kannst du das mal rauspacken? Schwer verletzt. Miffy isst jetzt auch noch mal was. Zenovia bleibt liegen. Mach du mal die Tür auf. Und wieder zu. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, die Zeit. Hallo zu machen. Nein, du sollst es ernten. Es ist nur noch eine Stunde. Ich weiß nicht, wie wir das alles hinkriegen sollen. Aber zumindest kann vielleicht mal jemand anfangen zu kochen. Der hat eine Bandage, die will ich haben. Vielleicht sogar auch nochmal das, falls wir... Aber das ist teuer, ne? Ja, das brauchen wir auch. Und eigentlich, ja, hier hatten wir ja gesagt. Und auch Teile brauchten wir noch. Ja, jetzt bin ich mal gespannt. Was muss ich mir jetzt alles geben? Erstmal die ganzen Zigaretten. Das ist alles ein Scherz. Das ist schön, dass das alles ein Scherz ist. Gib mir noch die Tabakpflanze dazu. Die Kräuter will ich eigentlich behalten. Was mit dem? Bringt nichts. Das ist ein Scherz. Das ist schön, dass es echt ein Scherz ist. Das
ist großzügig. Das ist wohl ein Scherz. Gut, wir können uns einigen. Okay, ja, dann hau ich das raus. Ich meine, wir haben ja noch eins von dem und dann, das könnte eigentlich auch noch mal Crunky dann nehmen. Das reicht nicht. Ja gut, dann lassen wir es so. Hm? Dann haben wir doch alles, was wir brauchen im Grunde. Handeln. So, wer sollte sich jetzt vielleicht noch mal... Zenovia sollte sich mal verbinden noch. Du hast das da gedingst, das ist schön. Miffy, kannst du noch mal kochen, bitte? Warum kann ich nicht zwei? Ach so, weil das sind vier Wasser. Ja, dann koch wenigstens mal zwei Essen. Es ist eh gleich vorbei. Sie wird sich nicht mehr verbinden können wahrscheinlich. Ja. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, Schwerfer, da siehst du, das hat nicht mehr funktioniert. Aber Miffy ist nur noch traurig und nicht deprimiert. Oh, da steht viel zu viel Scheiße. Das nervt ja. Leicht verletzt, traurig. Schwer verletzt. Schwer verletzt, leicht krank. Also Zenovia schläft im Bett. Leicht krank, verletzt. Ja, du stehst Wache. Er ist leicht krank, sie ist leicht verletzt. Wir könnten auch Crunky zum Plündern schicken. Wache stehen. Schwer verletzt. Wache stehen. Scheiße. Ich will echt zwei Wachen haben. Ich will nicht, dass mir jetzt noch was geklaut wird. So, was brauchen wir? Eigentlich immer noch Bandagen. Beziehungsweise, wir haben ja jetzt, wir können ja eigentlich dieses Alkoholzeugs dann bauen, ne? Dann können wir uns unsere Bandagen selbst machen. Das heißt, wir bräuchten eigentlich noch Kräuter oder so, glaube ich, ne, dafür. Wo ist denn hier? Genau, 5 Teile ein Alkohol, 4 Kräuter. Wir haben 7 Kräuter. Das heißt, wir bräuchten noch weitere Kräuter. Nur die habe ich, glaube ich, nie hingeschrieben. Kräutermedi. Kräutermedis. Kräuter von der Tankstelle sind weg. Wir könnten theoretisch ja eigentlich nochmal zu der Autowerkstatt gehen. 14 Tage schon her. Da, die haben eine Menge Medikamente. Die wollen ja im Grunde, der Vater ist ja krank. Wir können ja Medizin mitnehmen. Wir haben ja noch, glaube ich, 2 davon. Oder habe ich 2 jetzt vertauscht? Ich weiß es gerade nicht genau. Müssen wir gleich mal gucken. So, Wache stehen, Bett schlafen, plündern, Autowerkstatt. Und ansonsten müssen wir ihnen halt was klauen. Wir sind zwar alle traurig. Ich sollte mal wieder Musik anmachen den nächsten Tag. Es geht so schnell, das ist unglaublich. Vorbereiten. Nee, nein, nein, die brauchen wir. Davon nimmst du eins mit. Das andere behalten wir beides lieber mal. Mal gucken, was sonst dafür gibt. Ja, das finde ich eigentlich eine gute Sache. Mal schauen, vielleicht haben sie auch Kräuter. So. Was ist da oben nochmal? Krass jetzt mit dem ganzen Schnee, ne? Das sieht ganz anders aus. Was? Nicht, dass sich lohnen würde mitzunehmen. Okay. Warum auch nicht? Okay, die sind schon noch da. Ich habe mich gerade gewundert. Ich brauche Medikamente für meinen Vater. Haben Sie welche? Ja. Ich brauche noch ein bisschen länger. Du hast auch Kräuter. Das ist sehr schön. Du hast keine Bandage hier, aber vielleicht hast du unten welche. Also, was brauchst du? Was stand da gerade? Ich brauche Bandagen oder was? Ich gebe ihnen viel für medizinisches Dusche. Ja, genau. Genau, was ich brauche. Dafür kann ich eine Menge geben. Ja, dann schau mal her. Hier. Wow. Ich könnte echt 2... Das ist echt krass. Also das ist schon besser, als würde ich das bei einem Händler eigentlich jetzt gerade eingetauscht haben, was ich ja getan habe. Okay. Gib mir alles... was du hast.
gut, wir können uns einigen. Was ist mit Wasser? Das reicht nicht. Da müssten wir jetzt eigentlich genug haben, hoffe ich. An Essen haben wir eigentlich auch zu Hause, außer wir werden jetzt überfallen. Ich hoffe mal nicht. Das reicht nicht. Okay, ja, dann war's das. Ja, ist doch okay, aber wir haben genug Kräuter. Den Alkohol brauen wir uns. Was war nochmal für ein Schnaps? Was musste man da nochmal? Ich weiß es gar nicht mehr genau. Das waren auch diese Kräuter, oder? Ich weiß nicht mehr. Zucker. Zucker und Wasser. Aber wir haben 7 Kräuter. 4. Hatte ich das mit Zenobia gecheckt? Ja, ne? Wo hatte ich das nochmal geschrieben? 4 Kräuter. 8. Können wir eigentlich fast eins wegnehmen. Dann hätten wir 8 und 8 insgesamt. Dann könntest du mir noch mal ein Wasser dazu geben. Wasser ist gar nicht so viel wert wie die Kräuter. Okay. Dann machen wir das so. Alles klar. Boah, das geht echt. Dankeschön. Danke, das ist eine große Hilfe. Ja, für mich auch. Für mich auch. Schmutz. Liegt jetzt hier nichts mehr rum? Das ist ja crazy. Ist das jetzt durch den Winter? Heftig. Hier lagen doch eigentlich noch überall Sachen oder hatte ich die schon alle durchsucht gehabt und. Okay. Ja, nimm. Da sollte ich vielleicht nicht unbedingt runtergehen. Da stehe ich mitten im Haus. Ups. Gucken wir erstmal hier oben nochmal. Waren hier nicht vielleicht auch noch Kräuter? Nee, aber das nehmen wir mit. Und das nehmen wir auch ruhig mit. Das brauchen wir jetzt gerade nicht. Hätte ich vielleicht mal überpacken können. Hier ist nichts, okay. Why not? Nichts, das sich lohnen würde mitzunehmen. Crazy. So, gehen wir hier runter. Aber leise jetzt. Ja, hier ist doch zumindest was. Aber da könnten wir natürlich beim Rausgehen auch noch mal schauen. Warte mal, nehmen wir es noch mal weg. Wir gucken erstmal, ob der jetzt noch Verbandsmaterial hat. So, leise, 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 Cracky. Nur Abfallschmutz. Okay, ich glaube, der liegt im Bett, ne? Sehe ich das richtig? Das Gemüse lasse ich Ihnen, aber das Wasser nehme ich hinweg. Es tut mir sehr leid. Schaut, das Wasser da. Komm, ich nehme 2 dazu, dann bin ich mit 10 voll. So. Das sind 2 Leute. Ich habe Medikamente gebracht, dann darf ich auch ein bisschen Wasser nehmen. Brauche ich nicht. Oder? Haben wir da nicht selber noch irgendwie einen Helm? Oder nehmen wir den mit? Keine Bandagen? Ernsthaft? Komm, hier, gib mir noch das Kräuterchen dazu. Das wird denen schon wieder nicht gefallen, dass ich hier klaue. Also unseren Leuten. Haben wir nicht sogar noch keine mehr? Die haben 2, ne? Also, das wird sie jetzt nicht so stören, oder? Essen haben wir eigentlich zu Hause. Scheiße. Ich meine, jetzt habe ich eh schon bei ihnen geklaut. Dann kann ich auch noch was zu essen stehlen. Nein, komm. 2 reichen. Wir müssen ja nicht übertreiben.
10 Wasser ist okay. Das andere können wir selber abkochen. Ja. Ich überlege gerade noch. Gib mir noch mal 2 Holz. Ich habe draußen keine gefunden. Es tut mir leid. Gib mir hier noch mal den Helm, glaube ich, nehme ich mit. Ich weiß nicht mehr, ob wir zu Hause einen hatten. Ich kann nicht schlafen. Ja, dann gehe ich in die Küche. In den Keller. Küche, Kellen, Kellerküche. Hatten wir jetzt noch einen Platz? Nein, nein, hatten wir nicht. Okay. Dann Abmarsch.